Der Gedanke war, die Fragestellung der Abschaffung von Bargeld, nämlich wirklich Bargeld, Geldscheine und Geldmünzen zu diskutieren und quasi den kulturellen Gehalt von Bargeld mit der Diskussion des gläsernen Menschen, der nur mehr digitale Überweisungen tätigt, zu diskutieren. So, meine Damen und Herren, ich darf nun nochmals die Experten vorstellen. Da ist zum einen der Magister Dr. Horst Groß, der ist Unternehmensberater, promovierter Philosoph und beruflich und auch im Rahmen seiner Tätigkeit beim Uniclub Klagenfurt sehr intensiv tätig. Zum Zweiten haben wir den Dr. Matthias Lienenkugel. Er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er ist einer unserer Partner in Deutschland. Und zum Dritten haben wir noch den Ingenieur Magister Ferdinand Bucher, der vormals Firmenkundenchef einer österreichischen Spezialbank war und nun Landesdirektor einer großen österreichischen Versicherung ist. Da gibt es eine interessante Kennzahl, die ich da noch zum Abschluss nennen möchte. Das ist Time to Wall. Das heißt, es ist eine Kennzahl, die angibt, wie lange kann ich überleben, bis ich aufschlage, ja? Bis ich tot bin. Und das bringt es nämlich so schön auf den Punkt, dass man sich bewusst wird, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dieses Bargeld oder Liquidität in übertragener Bedeutung, und dass gerade in unsicheren Zeiten, in volatilen Zeiten, reflexartig hier Liquidität angehäuft wird, auch wenn man es nicht unmittelbar braucht. Aber das ist ja ein klassischer ein Misstrauensbeweis eigentlich, oder? Niemand vertraut mehr der allgemeinen Bankenlandschaft. Geldhorte sind eigentlich Ersparnisse, und zwar unfreiwillige Ersparnisse. Ja. Und Ersparnis heißt ja, es steht dann zur Verfügung für Investitionen, und das tut es ja nicht. Es ist jetzt ein bisschen aus den letzten Wochen, wenn man sieht, wie die Wirtschaft anläuft im Zusammenhang mit der ganzen Pandemie-Thematik und Liquidität, gibt es gewisse paradoxe Themen, dass man sagt, es war vor ein paar Monaten eben dieses Horten, dass man sagt, okay, ich schaue, wenn der Winter lange wird, sprich wenn die Pandemie lange wird, dass ich meine Nüsse irgendwo aufbehalten habe. Ich kann mit Bitcoins eben noch nicht bezahlen im staatlichen Rahmen. Also die Transaktionen innerhalb eines Staates, die verpflichtend auf eine bestimmte Währung laufen, die gehen eben nicht über Bitcoins. Es wäre wirklich völlig albern, wenn man sich eine Fessel anlegt und sagt, wir wickeln Zahlungen über Bitcoins ab und haben keinerlei Kontrolle über die damit verbundene Geldmenge. Matthias, ganz kurz, auch deine Sicht in Deutschland so, oder wie siehst du das? Für mich ungewohnt, dass wir hier, dass der Staat gesagt hat, zahle erst und prüfe später. Also man hat gewusst, dass die Unternehmen unbedingt Cash brauchen und sofort, damit sie nicht untergehen, und hat eben sehr, sehr viel Geld sofort und sehr, sehr unbürokratisch ausgeschüttet, was natürlich auch zu Missbräuchen geführt hat. Da stellt sich mir die Frage, und ich sehe, dass auch Karl-Heinz und keiner von euch das beantworten kann, wer wirklich ein Interesse daran hat, hier das Bargeld abzuschaffen. Aber man braucht normalerweise nicht weit zu schauen. Es können nur wirtschaftliche, also finanzielle Interessen und Machtinteressen dahinter sein. Und stellen wir uns einmal eine Welt vor, in der es absolut kein Bargeld mehr gibt. Das heißt, jede Transaktion ist vollkommen gläsern. Und das würde auch bedeuten, dass ich auf Knopfdruck von jedem meiner Bürger sofort die Guthaben enteignen könnte, sperren könnte. Es darf Bargeld aus meiner Sicht auch nicht kriminalisiert werden, wenn es für den normalen, täglichen, praktikablen Gebrauch ist. Umgekehrt, wenn es dazu dient, etwas zu verschleiern, dann ist Bargeld aus meiner Sicht nicht das richtige Mittel, aber auch die Bitcoins daneben nicht. Aber Covid hat uns zweierlei gezeigt. Das eine, wie wichtig eine technologische Infrastruktur ist, ja, wie wichtig auch diese technologischen Mittel sind, die uns heute stützen. Und Geld ist ja ein Mittel zum Zweck. Und die Technologie ist ein Mittel, Geld mit Geld umzugehen, Geld zu horten, Geld als Zahlungsmittel
zu verwenden. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine Präsenzveranstaltung wieder haben. Ich erinnere nochmals an den Termin 3.9.2021 und ich glaube, wir werden das Setting, das wir jetzt quasi aus der Not geboren haben, durchaus mitnehmen und hier die Veranstaltung auch wieder upgraden.